Hallo zusammen, heute war mein zweiter Besuch im Go-to-Market als Produkttester, das heißt, es ist ein Supermarkt, da muss man sich bewerben, dann hat man dafür eine bestimmte Summe, die man einkaufen darf, im Normalfall kostet das 15 Euro im Monat und man darf für 55 Euro einkaufen, jeden Artikel nur einmal. Und dann kann man Fragen beantworten, wenn man was gekauft hat vom Vormonat. Wie hat es geschmeckt? Wie gefällt einem die Verpackung und so weiter? Und bekommt man weiteres Guthaben? Und jetzt zeige ich euch, was ich diesen Monat gekauft habe. Einmal Mochi-Eis mit Kokos. Habe ich auf der Süßwarenmesse mal probiert. Afrikola, ja, weiß jetzt nicht, was daran neu ist, aber die schmeckt mir eigentlich immer gut. Eberswalder Rindswürstchen. High-Protein-Bagels, die hatte ich letzten Monat schon mal. Ich fand die sogar richtig, richtig lecker. Deswegen habe ich mir die nochmal geholt. Dann haben wir hier ein Spülmittelgel, Limette und Verbene, biozertifiziert, vegan, ja, Planet Pure. Fand ich jetzt interessant, mal ausprobieren. Kürbis und Rind, Blondvieh, Gras gefüttert. Würstchen sind da drin, Snackwürstchen. Y-Food, This is Food, Smooth Vanilla. Da hatte ich letzten Monat auch zwei. Diesen Monat habe ich mir zwei andere Sorten geholt. Genauso von dem Schweppes. Margarita ohne Alkohol. Kann man dann noch Alkohol zugeben. Mit weißem Tequila oder Wodka mischen. Habe ich im Markt auch noch nicht gesehen. Pua Tomate mit Zitronengras, Mate-Eistee. Da fand ich die Packung einfach klasse. Ruby Kakao Streichwunder, also eine Kakaocreme aus rosafarbenen Kakaobohnen. Halberstädter Würstchen im Kamin geräuchert, 5 Stück. Pilotfreund, ein Red Tonic, aktiviert, stimuliert, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Sieht schon wie eine Deodose aus. Gelato del Fiore, Mango-Limonengras-Sorbet. Das muss, glaube ich, erstmal in den Tiefkühler. Da ist das andere Sizzle Food, Schokolade. Ich glaube, beim letzten Mal hatte ich Kaffee und Kokos. Dann Genussmafia, Milchschokolade und Schokolade mit Haselnüssen, made in Italy. Dann hier von Sausguru eine Grillsoße. Da hatte ich letzte Mal so eine scharfe Paprika. Man darf da nur eine kaufen pro Artikel. Diesmal ist es eine Soja-Aioli. Frischen Pinserteig mit Kichererbsenmehl. Den habe ich mir nochmal gekauft. Den hatte ich letzte Mal auch schon. Der war wirklich sehr lecker. Glück im Glas, Satay, Erdnusspflaume, Chili. So, kommen wir mal schön. Ideal zu Hühnchengarnelen, Gemüse. Noch Rotgarnelen, macht man das mal so. Dann gute Laune-Soße, Churrasco. Habe ich im Markt schon gesehen, aber ich fand die jetzt auch von der Farbe her recht interessant. Mit Jalapeno-Chilis. Verstehe ich bestimmt gut. Und dann, um das Guthaben komplett aufzubrauchen, Quarkwerk, Quarkriegel, Vanille, Joghurt, Waldbeer und Karamell. Ja,
Hier sind also ungefähr 10% Protein. Schauen wir mal. Insgesamt habe ich bezahlt, oder Guthaben war ja vorhanden, 67 Euro.